Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Ja, am kommenden Sonntag ist Palmsonntag und ich freue mich, denn wir haben am Palmsonntag auch Konfirmation. Und da haben wir einiges vorbereitet, das zeige ich euch jetzt. Ja, wir haben in der Kirchengemeinde eine Gitarrengruppe und die wird am Sonntag auch dabei sein. Nur diesmal spiele ich nicht Gitarre, sondern ich finde mich am Schlagzeug wieder. Und Cajon hatte ich auch schon mal bei einer Konfirmation, aber das war mir irgendwie zu klein. Und deswegen, die Sache Jesu braucht Begeisterte, ist eins unserer ersten Lieder. Und das klingt dann ungefähr so. Die Sache Jesu braucht Begeisterte, sein Geist sucht sie auch unter uns. Er macht uns frei, damit wir einander befreien. So, also in der Art. Mit Refrain, mit allem selbstverständlich. Und ich finde es einfach wichtig, dass Kirche nicht nur mit der Orgel glänzt, ist ja auch ein schönes Instrument, sondern dass wir auch ein bisschen frischer rüberkommen und dass, ja, das Gitarren-Keyboard, haben wir ja auch noch hier eins, und Schlagzeug mit dabei sind. Ja, die Sache Jesu braucht Begeisterte. Das ist ein Lied, das mich total anspricht, weil es das ausdrückt, was auch in mir steckt. Die Sache Jesu braucht Begeisterte, sein Geist sucht sie auch unter uns. Er macht uns frei, damit wir einander befreien. Also für mich ist auch immer wichtig, so zu gucken, was macht das Lied, einmal die Melodie, und auch auf den Text zu achten, was der Text mit uns macht. Die Sache Jesu braucht Begeisterte. Also wir dürfen begeistert sein und sein Geist sucht unter uns allen Begeisterte. Also auch in der Familie der Konfirmantinnen und Konfirmanden, die Taufpaten, die Gemeinde, alle, die da sind, sollen begeistert sein. Und das soll rüberkommen. Das andere ist auch wichtig, der Geist macht uns frei. Frei von Vorurteilen, frei von, ach, was denkt der jetzt, wenn wir das und das hier in der Kirche machen? Und am Ende noch mit Schlagzeug und elektrische Gitarre. Gottes Geist macht uns frei, genau frei dafür. Damit wir einander befreien. Also wir sollen nicht nur selber frei werden, sondern auch anderen Mut machen durch unser Vorbild, dass wir frei werden. Ja, begeisterte Menschen. Jesus hat auch Menschen begeistert und das ist für mich so sinnbildhaft der Tenor des Palmsonntags. Jesus kommt daher, auf einem Esel geritten, und die Menschen freuen sich, ihn zu sehen, und sie sind begeistert und sie singen. Was machen sie? Sie singen. Das Singen ist bei uns in unserer Gesellschaft, auch bei den Jugendlichen, viel zu wenig präsent, und das finde ich schade. Deswegen will ich sie auch gewinnen und will ich alle gewinnen, an der Musik und am Gesang Freude zu finden. Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und ja, die Konfirmanden würden vielleicht fragen, was ist denn die Sache Jesu? Das ist für mich eine ganz wichtige Frage. Und dies lässt sich auch nicht so mit einem Wort beantworten. Die Sache Jesu, das ist das, was er wollte, das, was ihm wichtig war, nämlich zu zeigen, Gott ist ein ganz anderer. Zu zeigen, dass Gott will, dass wir frei sind, dass wir leben, dass wir, ja, ich sag mal auf Deutsch, dass wir Gas geben, dass wir glücklich werden. Und genau das ist mit der Sache Jesu gemeint, dass Jesus uns befreit, wir selber zu sein, und dass wir dafür den Mut finden. Und das ist für mich so auch ausgedrückt in dem Lied, die Sache Jesu braucht Begeisterte. Und wenn Sie Zeit und Lust haben, nehmen Sie sich mal den ganzen Text vor. Ich habe jetzt nur den Anfang hier präsentiert. Schauen Sie sich das Ganze mal an und vielleicht kommen Sie auch mal in einen Gottesdienst. Bitte jetzt, aber nicht am Palmsonntag, denn da ist die Kirche voll. Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.